Aber sie akzeptiert das, weil Raucher rauchen ja halt ständig. Und wenn ich mal ab und zu rauche. Oh, du Sonnen, was ist los? Ich bin nicht rein drauf, Digga. Schmeckt die Pfeife? Mein ist Kopf. Noch nicht richtig. Ich habe. Junge, was ist los, Sonnen? Bruder, das ist irgendwie zu stark. Bruder, Bro, ich bin voll vom Konzept jetzt irgendwie. Oh, sorry, Walla, das schmeckt komisch, Digga. Was ist das? Mann, Tabak, Junge. Wo ist der Tabak? Junge, unten. Oh mein Gott, welchen Tabak rauche ich heute? Keine Ahnung. Hä? Ich grüße euch Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum letzten Gruppenspiel bei United Icon. Ja, meine Besten, wer gerade vom Hinspiel kommt, Alter, genau so wie das Hinspiel, beschreibt meinen ganzen Tag. Pleite, Pech und Pannen, Leute, es ist einfach zu krass. Das Spiel, einfach ein Stromausfall bei 3:1 Rückstand, Hater würden sagen, der Stromausfall war so fake wie meine zweite Icon, die ich vor kurzem gezogen habe. Aber hey, weder das eine noch das andere war fake. Aber Leute, kurz mal zu meinem Tagesablauf. Ich habe nicht zu Hause geschlafen. Ich habe meinen Wohnungsschlüssel vergessen. Alles last minute. Ich habe weder mich einspielen können. Dann habe ich gegen Tabak gespielt. Tabak bekommt Sonntagsschüsse. Oder beziehungsweise ich bekomme Sonntagsschüsse als Gegentor. Aber hey, kann passieren, wirklich. Das ist jetzt kein Front oder so, ne? Überhaupt nicht. Dann pünktlich zur Halbzeit. Ich habe den Stromausfall. Ich musste einfach 2 Stunden warten, oder? 1,5 Stunden, keine Ahnung. Dann haben wir Ping-Pong gespielt. Wir hatten einen Lachkrampf ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es ins Video reinschneidet. Wir haben so einen Lachkrampf gehabt. Auf jeden Fall, ich muss mich mega, mega sputen. Ich muss mich beeilen. Es ist 21 Uhr irgendwas. Ich muss heute noch 3 Videos vorproduzieren. Ich bin nämlich ab morgen in Salzburg. Von 6.12. bis 8.12. bin ich in Salzburg. Am 6.12. bin ich auf der Weihnachtsfeier von Red Bull Salzburg. Und am Samstag bin ich bei der E-Bundesliga in Salzburg. Aber nur so nebenbei. Checkt einfach mein Instagram aus. Aber hey, checkt auch noch das Hinspiel aus, ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wie gesagt, ich habe 3:1 verloren. Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe 4:2 verloren. Genau, ich glaube, ja, ich hab nicht mal mehr das Ergebnis im Kopf. Ich habe so viele Sachen heute im Kopf, das ist unnormal. Es ist so ein schlechter Tag zum Aufnehmen für mich, aber hey, wir beide, also Tone, Tabak und ich, wir sind Gott sei Dank weiter. Es geht einfach nur freundschaftlich, beziehungsweise um den Gruppensieg. Aber Tabak ist schon der Gruppensieger, weil von der Tordifferenz kann ich ihn nicht mehr einholen. Ich habe einfach genug gefasst, Leute. Es tut mir mega, mega leid. Wir haben eigentlich noch viel Zeit zum Vorproduzieren oder für das Gruppenspiel. Aber ich habe so viel Stress momentan wegen Vorproduzieren. Ich arbeite ja auch noch Vollzeit. Von 9 bis 18 Uhr geht ja gar nichts, geht nur alles abends. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Es wird kein High-Class-Video werden. Trotz allem, ich wünsche mir, dass ihr zumindest einen Daumen nach oben gebt. Ich danke euch dafür. Danke für euren Support. Support und auch Tabak, meine Besten. Wir gehen ab ins Spiel. Ich lade ihn ein. Ciao! So, meine Damen und Herren, der Gruppenzweite, Pato, das bin ich, und Tabako. Also mit Birnengeschmack. Tabak, Birne, Chill. Okay, Birne und Chill. Passt. Abfahrt. So, für alle, die sein Team nicht kennen, sein Starspieler ist die Ikone Seedorf. Franz Sanchez, kranker Spieler, Aubameyang, Fabinho ging mir so auf die Eier im Hinspiel. Alisson, wie heißt denn der noch? Anderson, glaube ich. Heißt er. Felipe Anderson. Mega, mega geile Tore hat er geschossen. Luka Modric, der Weltfußballer, auch geiles Tor geschossen. Auf jeden Fall, wir verabschieden uns mit oberen Haupt aus dieser Gruppenphase. Egal wie das Ergebnis ausgeht, außer ich schieße ein 10:0 oder sonstiges. Tone, also Tabak, er bleibt Gruppensieger. Wir sind Gruppenzweiter. Das Weiterkommen, das zählt. Aber dennoch werden wir versuchen, den einen oder anderen Treffer zu erzielen. Ab ins Spiel! Also mein größter Fehler war, dass ich von Anfang an gleich draufgegangen bin, so. Ich habe gewartet, bis er den Torhüter verschiebt, aber war kein grüner Time. Scheiße, ich dachte, das ist Mané. Na, Leute, in dem Spiel passiert zu wenig. Ich komme nicht über die 10 Minuten. Fuck, kein Weihnachtsgeld für Pato. Mann! Ja!
0 zu 1. Achso, 1 zu 0. Ja, ich bin ja der Heimspieler. Alter. Prime Icon. Achso, der ist ja gar nicht mal Prime. Icon Ronaldinho hat das Tor geschossen. 1 zu 0. Schöne Hacke zu Hacke, by the way. Schön mit Time Finish. Sehr, sehr gut gemacht. Warum nicht gleich wie im Hinspiel? Aber ja, ist egal, Leute. Egal, da geht's eigentlich echt um gar nichts mehr. Ah, wieder falsche Ecke, Reihe. Mann, come on! Ja, Torhüter verschieden vor der Welt. So wie du mir, so ich dir, mein Freund. Alter, war Zufall. Schön, 1 zu 1, glaube ich, ja. 1 zu 1, ja. Ich dachte Abseits, aber kein Problem. 1 zu 1. Es ist 21.56 Uhr und immer noch Baustelle draußen. Da kann sich kein Schwein konzentrieren. So Leute, jetzt habe ich auch mal jemandem die Schuld gegeben. Ha! Das ganze Haus vibriert. Alter, ich hoffe, man kann das hören. Leute, meine ganze Wohnung vibriert. Ist echt so, man kann sich nicht konzentrieren. Es ist zu krass, aber Gott sei Dank geht es um nichts mehr. Also, wow. Mann, ich kann mich echt nicht konzentrieren. Es ist zu krass. Mann. Oh. Hey, schade. An, mir verspielt die ganze Zeit der Hurensball. Schön gemacht, aber die ganze Zeit verspringt er. Das hat er echt gut gemacht mit dem Berberspin, aber wow. Mai, 2 zu 2, roter Balken und ich glaube auch mit dem Weak Foot. Also, das hätte niemals ein Tor sein dürfen. Alter, egal, 2 zu 2, Mann. Ja, das war wirklich der Weak Foot. Zu krass, rot. Gegen Benji habe ich auch Anschlusstor geschossen, also, aber ruhig. Nein! Leute, wir sind über in der Nachspielzeit. Das ist zu krass. Also heute ist nur teilweise mein Tag. Aber 3 zu 3, keine Niederlage. Trotzdem, das ist so ein komisches Spiel. Ach, 3 zu 3 geht es aus. Niederlage abgewendet, die zweite. Nochmal GG, Bro. Es ist einfach zu krass. Wir haben noch so viele Tage Zeit. Aber ich muss alles am letzten Drücker aufnehmen. Deswegen, ich habe überhaupt kein volles Potenzial ausschöpfen können. Der Stromausfall. Ich habe heute noch so viel zu tun. Also, was ich euch sagen möchte, ich bin nicht mit dem Kopf bei der Sache. Das ist einfach bitter. Ich hätte es so gerne anders gehabt. Aber hey, wir sind beide weiter. Das ist das Wichtigste. Gute Schussstatistik auf jeden Fall. GG an meinen Bro, Tabak. Er ist unbesiegt in der Gruppe. Ich gönne ihn das wirklich vom Herzen. Sehr, sehr geil gemacht. Supportet Tabak, geht zu ihm rüber. Daumen nach oben, ein Abo. Lotto 100k. Er ist der nächste FIFA-YouTuber, der die 100.000 Abonnenten erreichen wird. Ich gönne es ihm wirklich vom ganzen Herzen, Leute. Mir hat die Gruppenphase extrem Spaß gemacht. Und ich habe es, glaube ich, schon öfter erwähnt. Wir sind weitergekommen. Das ist sehr, sehr wichtig. 4 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Ich bin sowas von zufrieden. So kann es auf jeden Fall weitergehen, meine Besten. Und ja, wie gesagt, ich bin von 6. bis 8. Dezember in Salzburg. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Schreibt mir auf Instagram, wenn ihr aus Salzburg oder Nähe kommt. Und ja, ich bin jetzt mal raus. Hat mich mega, mega gefreut. Danke auf jeden Fall für euren Support in den Gruppenphasenspielen. Weiß jetzt gar nicht, ob man das so sagen kann. Ich muss das Video auf jeden Fall sofort schneiden. Ich habe noch, wie gesagt, so viel zu tun. Ich wünsche euch alles Gute. Checkt Tabak aus, meine Besten. Ciao, ciao.